Tag 6 in Florida und wir sind wieder auf dem Weg in die Innenstadt. Wir wollen heute nämlich zu den ganzen kleinen Geschäften gehen, vielleicht ein paar Cafés und so. Außerdem gehen wir zu einem Friedhof, auf dem es spuken soll und angeblich des Öfteren Geister gesehen werden. Und wir sehen uns an, wie und wo die reichen Leute in Florida so leben. Eigentlich wollten wir was anderes machen, aber das mit dem Auto mieten hat leider nicht geklappt. Deswegen müssen wir jetzt schauen, wo wir ein Auto herbekommen. Außerdem ist mein Outfit super süß heute, schaut mal. Das sind wieder die Pelikan, falls ihr euch noch dran erinnert. Das sind die drei. Und wir sind in der Innenstadt. Ich glaube, ich will in das Café da rein. Das sieht voll süß aus, wir gehen mal rein. Das war mal wieder typisch. Ich bin reingelaufen mit der vollen Überzeugung, das sei ein Café. Und ich habe nach dem Kaffee gesucht, aber irgendwie gab es da eine Schokoladesüßigkeiten und so. Es war ein Schokoladengeschäft, die waren voll süß. Die haben uns Schokolade zum Probieren gegeben und... Sieht echt gut. Das Geschäft sieht so süß aus, oh mein Gott. Ich bin komplett ehrlich mit euch. Ich bin in das Geschäft rein, weil ich Halloween-Deko gesehen habe und ich liebe Halloween. Dann sah ich so Armbänder, die waren so hübsch und so viel Halloween-Deko. Ich meine, schaut euch das an, einfach in verschiedenen Stilrichtungen. Die bunteren Sachen fand ich natürlich am schönsten, weil ihr kennt mich, ich liebe bunte Sachen und ich war so verliebt. Die Hexe im Kürbissen, generell die ganzen Kürbissachen, aber am allercoolsten fand ich die Skelett-Lichterkette. Freunde, ich habe mir ein Armband gekauft. Schaut euch das an. Das ist so süß. Das passt so gut zu meinem Outfit. Das ist einfach eine Uhr. Schaut mal, wie cool. Ich habe jetzt nach Cafés gegoogelt, die jetzt noch aufhaben. Jetzt gehen wir zu einem Café. Ihn kennt ihr ja schon. Ich finde das so süß. Das ist es. Bin ich nur in das Café rein, weil mir langweilig war und ich mich fancy fühlen wollte? Eventuell. Das Getränk, das ich mir geholt habe, war so ein Eis-Chai, keine Ahnung, irgendwas. Aber Leute, das war eines der besten Getränke, die ich jemals in meinem Leben hatte. Das war so lecker. Da habe ich mir einen Spinat-Artischocken-Grip geholt. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Aber das habe ich zum ersten Mal probiert. Es war ganz gut, aber das Getränk war besser, Leute. Das war richtig gut. Die Atmosphäre war auch richtig schick, obwohl ich mir einen abgezittert habe. Leute, ich hätte als Zitteraal durchgehen können. Es war so kalt da drin. Ich muss schon zugeben, die Toilette dort war eine meiner Lieblingstoiletten in den USA. Die war halt pink. Ja, Leute, die war sauber. Weiter geht's. Auch interessant. Mein Hut will die ganze Zeit wegfliegen, also meine Kappe. Irgendwie habe ich hier das Bedürfnis, nur auf der roten Linie da zu laufen. In dem Café war es echt ganz gut. Das Getränk war so lecker. Das Essen war okay. Aber es war so kalt. Aber das ist hier halt überall so. Es ist überall so kalt drin. Jetzt zeige ich euch was richtig Cooles. Und zwar gehen wir in die Nachbarschaft, in der ich früher immer wohnen wollte. Hier fahren übrigens Züge, also wirkliche Züge. Ich weiß, in Deutschland irgendwie unvorstellbar, weil es in Deutschland ganz anders aussieht und nicht mitten auf der Straße ist. Am besten hat meine Linie geklaut und der spielt Pokémon Go. Achso, hier ist übrigens einer der most haunted Friedhöfen in Amerika. Also der ist von Geistern besessen angeblich, aber hier ist irgendwie voll vieles von Geistern besessen. Also wir gehen auch in ein paar Tagen an Lighthouse-Dingens da und das soll auch von Geistern besessen sein. Das war sogar mal in so einem Haunted-Dingens im Fernsehen, wo die so nach Geistern gesucht haben, versucht haben, mit denen zu kommunizieren. Also hier ist der Friedhof. Was sehr krass ist, ist, dass die einfach oftmals so kleine Häuschen um die Gräber herum bauen. Da kann man dann so reingehen. Also wir nicht, aber halt die Leute, die Angehörigen. Ja, hier ist noch ein Eingang. Irgendwie krass, dass es voll anders aussieht, aber irgendwie finde ich das schön mit den Häusern. Das sind halt oftmals Familien drin, dass die Familie halt so zusammenbleibt. Irgendwie finde ich das Konzept schön. Eine Sache, die ich auch sehr interessant finde, was jetzt ein bisschen random kommt, aber die hatten da keinen Platz für die Autobahn oder so und dann haben die einfach so hochgebaut. Seht ihr das? Das ist halt Interstate. Da stehen Schuhe herum. Ja, also ich finde das schön für die Familie, dann so ein Häuschen zu haben, dass man zusammenbleibt. Und oftmals bauen die dann auch noch ihren eigenen Zaun um die Familie rum. Sieht man auch da oder da hinten. Also es ist schon sehr, sehr anders gebaut als in Deutschland. Aber das ist auch nicht so das Main Subject von meinem Vlog werden. Ich wollte es einfach nur mal kurz zeigen, weil es sehr anders aussieht. Wir gehen auch nicht rein. Achso, und hier ist auch schon die Nachbarschaft. Ich zeige euch das jetzt auch mal. Ich finde die Nachbarschaft so schön. Ich wollte immer wohnen. So fängt es an. Ich finde die Häuser einfach so schön. Stellt euch mal vor, ihr wohnt in so einem Haus. So krass. Da ist so ein kleiner Park. Achso, und da drin sind auch die Briefkästen. So krass hübsch. Es ist viel Platz und da kann man so unter den Bäumen durchlaufen. Gleich sehen wir auch noch das Haus, das ich früher immer so toll fand. Sieht halt aus wie in einem Film. Das ist das Haus, aber das war früher einfach pink. Oh, ich meine, es ist jetzt immer noch voll schön, aber nicht mehr pink. Und da ist so ein kleiner Pavillon. Ich muss da jetzt mal hin. Schaut mal, wie süß. Ist halt for real wie in einem Film. Das ist so krass schön. Leute, ich will das Haus kaufen. Es ist auch so süß. Die Häuser sehen aus wie Cafés. So schön. Seht ihr den? Baby, da hinter den Häusern haben die halt so Sammelparkplätze. Also da. Das sieht aus wie in einem Film. Schaut euch an, wie krass das Haus ist. Der Park ist einfach neu. Korrektur, der Park ist nicht neu. Au. Der Park ist einfach nur anders gestaltet als früher. Freunde, ich sehe euch. Das zum ersten Mal in Florida sehe ich euch. Das Wasser und da seid ihr. Wer von euch ist es? Kommentiert mal. Das ist halt auch genau gegenüber von den Häusern. Einfach so schön.
Das sind einfach Schildkröten drin. Warte mal, ich zeig euch die jetzt. Da schwimmen die. Da hinten sind die Enten und die ganzen kleinen Köpfe, die ihr da seht, alles Schildkröten. Die Leute hier füttern halt die Schildkröten so, als wäre das so ganz normal. Schaut mal, da ist mein Bein und da sind die aber so voll nah. Da schwimmen so kleine Fische um die drum herum. Oh mein Gott, da ist ein direkt vor uns. Ich bin so verliebt. Schaut mal, die sind so nah. Die kommt fast hoch. Mit Baby, schaut mal. Sieht ihr das Baby dazwischen? Das ist ein ganz kleines. Schaut mal, wie nah die bei uns sind. Da hinten kommt doch gerade eine Entenfamilie. Das seid ihr, Leute. Das seid ihr. Schaut mal. Das ist schön. Da hinten sind ganz viele Enten. Da sind auch nochmal ganz viele Enten. Ich freue mich hier gerade mit den Enten an. Die chillen hier halt so. Da ist noch vor ihrem Wohnt hier. Da könnt ihr jeden Abend seinen Gang halten. Jetzt stehen die alle aufgereiht da. Also da ist die Fancy Dancy Nachbarschaft. Da ist das Wasser und da ist das Meer. Das ist auch ein Memorial für Soldaten. Und da ist ein Memorial to Missing Children. Das ist halt krass schön. Okay, voll lieb, aber voll traurig auch. Wie krass schön. Und das ist die Brücke zu den Inseln. Stellt euch mal vor, ihr wohnt da. Da hinten seht ihr noch ein Stück von der alten Brücke. Also das war es noch übrig davon. Ich weiß, ich soll vielleicht mal aufhören, die ganze Zeit bei den Fingerns-Videos zu machen. Euch zeige ich dann ganz ab. Seht ihr, das finde ich ja grausam. Einfach so eine Plastikflasche dahin geworfen und Müll. Wir gehen jetzt mal schauen, ob man die Häuser da vorne sieht. Da ist einfach so ein Riesenloch in der Straße. Seht ihr das? In Deutschland würden die jetzt die Straße dafür 2 Jahre sperren, um dran zu arbeiten. Da ist die Nachbarschaft auch schon. Okay, es ist eine Gated Community, das heißt, wir kommen gar nicht rein. Also da kommen dann nur die Anwohner rein. Die wohnen halt hier direkt bei der Brücke. Freunde, wir sind wieder in einer amerikanischen Tankstelle. Das ist die von hinten. Ich liebe Tankstellen halt viel zu sehr. Da kann man tanken, es ist ein Circle K und da geht man rein. Stinkt's ehrlich gesagt ein bisschen. Man geht rein in die Tanke, das erste, was man sieht, Bananen und Snacks. Bei den Getränken findet man natürlich Prime, weil das findet man gefühlt überall im Moment. Noch mehr Getränke in hübschen, bunten Farben. So viele Süßigkeiten und Chips. Einfach über 4 Dollar für so ein Mini-Pepperwurz-Getränk. In Amerika ist einfach alles so teuer geworden, seit ich das letzte Mal da war. Ihr wisst nicht, wie viele süße Getränke da einfach gestanden haben. Naja, obwohl ihr wisst es ja schon, weil ich es euch ja gerade zeige. Aber an den Getränke-Ausschütt-Dingern, keine Ahnung, wie die heißen, kann man sich Getränke für 89 Cent holen. Also gibt es schon eine billigere Alternative. Und die hatten auch mal wieder so ein halbes Restaurant drin. Die hatten gerade eben den coolsten Checkout. Also man stellt einfach so die Sachen drauf und das berechnet schon alles. Dann muss man einfach nur die Karte tippen. Also einfach Sachen drauf und dann boom, Karte tippen. Das war's. Das muss ich meinen Eltern mal vorschlagen. Aber es gibt's wahrscheinlich in Deutschland doch gar nicht. Die bewässern das hier gerade und da wachsen einfach so voll die Riesenpilze. Wir laufen jetzt zurück heim. Schaut mal, das sind einfach noch größere. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Leute, fällt euch was auf. Wir haben aufgeräumt. Kommt jetzt 6 Enten. Weil das einfach schon der 6. Tag ist. Wir sehen uns morgen für einen neuen täglichen USA-Vlog.